vorgestellt. Die dritte von Egypt Old Kingdom. Ja, ich habe es euch ja versprochen. Wir machen das mit einer Verzögerung. Ein Video war dazwischen, was ich neu vorgestellt habe. Aber wir sind jetzt wieder am Nil und gucken, dass wir hier weiterkommen. Ja, die Runde, die letzte, hatten wir ja noch gesehen. Wir sind hier oben am Nil noch am, sag schon, Flachs anbauen. Das dauert 2 Runden. Hier ist ja unser Standardwerk. Hier unten sind wir heidromäßige Weiden für viele Tiere. Wachstum 0,3. Achso, wir sind aber jetzt hier unten mit beschäftigt, ja. Saisonaler Fluss, nicht der beste Ort zum Bauen und da auch nicht. Da können wir 1,1 Nahrung bekommen. Hier machen wir das Dickicht weg. Und das hatten wir letztens erforscht und da sind wir noch nicht unterwegs sozusagen. Wir können ja den dann mal hinziehen und gucken, was wir dann machen können. Bergland. Weiden und Friedhöfe können wir hier machen. Der Friedhof, der wäre noch eine ganz wichtige Geschichte, oder wie war das, ne? Neues Gebiet erkundet, das ist dieses auch gewesen, okay. Fruchtbare Lichtung, viele leckere Früchte und Beeren wachsen hier. Und da Sand, dieses Gebiet ist von Sand bedeckt, verlusten wir jetzt von interagieren. Also hier können wir definitiv Weiden bauen. Und den Friedhof. Ja, hier Herrscher der... Was haben wir denn hier nochmal? Herrscher der Erde, das ist so klar, hm? Und dann haben wir hier Dürreperiode, die läuft immer noch. Das ist nicht gut. Dann haben wir noch die Abwehr. Auch 3 Stück haben wir noch, wow. Das ist unsere Aufgabe, da müssen wir noch 340 Sippen zusammenschließen. Ja, dieses Gehirn bedeckt Verluste. Es dauert 4 Runden, den Sand zu entfernen. Hm. Können hier aber sammeln. Es gibt einmalig 8 Nahrung in 3 Runden. Vielleicht machen wir erstmal das, oder? Ja, machen wir. Das hier oben, das passt schon noch alles. Luxuswaren, hier unsere Kultur ist super am Laufen. Göttliche Gunst haben wir auch. Armee, die ist ein bisschen schlecht, aber wächst. Ja, und hier oben haben wir schon den Nachbarn, ne? Wie waren wir denn mit denen noch zustande gekommen? Ja, wir müssen gucken, dass wir mit denen sowieso zusammenkommen, wegen den Sippen, ne? Das ist 10 und wir bräuchten hier 12. Gut, da müssen wir noch sparen. Ja, ich denke, wir beenden soweit die Runde und kommen dann weiter, ne? Krieg in Oberägypten. Die Fürstentümer von Abydos, Nokwada und Hierakonpolis begannen Kampfhandlungen untereinander. Ihre Siedlungen wurden mit Wellen eingegrenzt und ein langer Krieg um die Vorherrschaft in Oberägypten begann. Flüchtlinge flohen nach Unterägypten. Einmal haben wir einen dazu bekommen. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir die Bürde hier wieder, ne? Ahnendienst. Eine weitere Generation Ahnenherrscher ist ins Land der Toten gezogen. Es ist die Pflicht der Lebenden, sie zu ehren und zu erhalten, damit sie den Lebenden helfen. Wir sollten auch ihre Vorfahren nicht vergessen, genauso wie der Ahnengilde. Ja. Ja, wir müssen Friedhöfe haben, das ist definitiv klar. Wir bauen Friedhöfe auch da. Ja, dann müssen wir gucken. Friedhöfe, können wir die bauen? Können wir bauen, okay. Ja, steht da ja auch, ne? Aber wir machen erst was anderes. Gut, 2 dahin ziehen geht ja nicht, ne? Nein, das war nicht möglich. So, jetzt müssen wir gucken. Nahrung und Wadi, das ist dieser Fluss. Hier kommt noch mit einem. Dann machen wir den nochmal zum Erforschen. Ach so, wir haben nicht genug Nahrung, obwohl 0,4 die Runde, das ist nicht viel. Das werden wir überleben. Göttliche Gunst ist natürlich jetzt schon runtergegangen, ne? Ja, das machen wir weiter. Hier
Weiden, weiträumige und sichere Weiden für viele Tiere. Ne, das haben wir ja aufgebaut, das passt schon. Hier können wir das nur abreißen, das wollen wir aber auch nicht. Das Dickicht braucht noch 3 Runden. Okay, der Leinen, ja, obwohl es auch nicht verkehrt, Leinen, ne? Flachs und Leinen, das ist das, was dabei rumkommt. So, eine neue Prüfung beginnt in 5 Runden. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt, ne? Aber wir haben unten noch was. Ja, wir können noch was machen. Schweinezucht. Entdeckt. Das haben wir auch alles entdeckt. Okay, die Schweinezucht haben wir schon entdeckt, aber kann entdeckt werden. Das ist Feigenanbau und Mehrsprachigkeit. 45, kostet 45 Kultur. Wir haben 48 und das kostet auch 45 oder? Nahrung gibt es mehr. Flachsfelder plus 0,1. Hier kriegen wir noch mehr göttliche Gunst. Wir haben da schon 8,2. Ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Das soll schon besser sein. Gut, dann sind wir hier auch im Plus. Okay, hier geht nichts, ne? Ja, das wird ja jetzt weniger, da müssen wir aufpassen. Ja, da bauen wir den Flachs an, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das geht abreißen, abreißen, hier machen wir das Dickicht weg. Hier sind wir am Lichtungroden und da entdecken wir. Ich denke, das ist schon der richtige Weg. So, die Felder sind da und 1500 Einwohner. Ah, wir haben nochmal die Seet wieder geschafft. Abwehr gegen Seet haben wir minus 1 und da haben aber noch 2, ne? Oder ja. Gut, das ist schon mal schön, dass das jetzt hier läuft. Können wir nur abreißen. Hier kriegen wir dadurch das Meer. Das ist schon mal super. So. Diese Sachen sind alles mit 2 und 3 zu entdecken. Da auch mit 2. So, wir haben hier noch eine weitere Anhöhe, ne? Können da aber auch noch was entdecken. Gehen wir gerade hier hin. Ja, eine Weide bauen. Wachstum plus 0,2. Könnte man kahl schlagen, das bringt uns aber nicht so wirklich viel, ne? Die Antilopen könnte man jagen. Und was machen wir hier? Ah, göttliche Gunst ist unser Problem. Weißt du was? Wir entdecken mal da lieber weiter. Das dauert nur eine Runde. Hier ist 2 und da ist auch nochmal 1, okay. Ja. Soweit läuft es ja. Hier ist es 0, da ist es minimal minus. Das müssen wir halt im Auge behalten. Nächste Runde ist dieses fertig. Dann können wir da weitermachen. Gut, okay. Dann können wir hier noch gucken. Neues Gebiet erkundet. Das, ist klar. Und Gebäude. Der Flachsanbau, der läuft hier. Ja. Weitere Sippen. 337. Was haben wir denn hier? Eine verlassene Siedlung. Ich glaube, wir gucken da mal rein und schauen, was wir aus der verlassenen Siedlung kriegen. Zufällige Ressource in 3 Runden. Dauert natürlich lange, ne? Und da sind Löwen. Oh, das ist ja auch nicht gut, ne? Ja, das ist wieder Löwen. Wer ist in der Umgebung? Zum Glück niemand. Wir sollten ihn vielleicht nochmal zurückziehen. Damit wir den nicht verlieren. Hier oben war noch eine 1 irgendwo, oder wie war das? Ne, eine 2. Doch, da ist eine 1. Dann nehmen wir den nochmal zurück, damit wir den nicht verlieren, weil das war ja die Umgebung. Und den lassen wir mal gerade hier rüberlaufen und der soll da entdecken. Weil da ist ja auch der Nil, ne? Ist ja vielleicht nicht verkehrt. Da haben wir noch Essen zugekriegt. Jetzt macht er das da drunter im Endeffekt. Ja, das müssen wir auch schon machen, sonst geht's hier ins Minus.
Und wir brauchen Häuser, um mehr Arbeiter kriegen zu können, ne? Das ist unser nächstes Problem. Dann, ne, 6 von 9 gehen ja. Getreide 12, 5 und... Okay, Luxuswaren fehlen uns. Aber wir haben ein kleines Defizit da. Wir brauchen Luxuswaren. Können wir hier noch schon was machen? Nee, ne? Ne, da müssen wir hier erst wieder sammeln. Die zusammenrufen, ne. Ich glaube, wir machen da erstmal so weiter, wie wir das jetzt hier geplant haben. Der ist in der nächsten Runde auch fertig. Ja. Oben entdecken wir. Er macht Nahrung. Da sind wir erstmal weit weg von den Löwen. Das sollte für uns kein negatives Tal sein, oder? So, menschenfressende Löwen sind gewandert. Okay, wohin? Erfolgschance 30%. Verehren wollen wir den nicht. Ich glaube, wir müssen die Löwen jetzt wegmachen, ne? Ach, die sind gar nicht von hier. Die sind da auch noch. Also, das wird definitiv das Ziel sein, die Löwen loszuwerden. Nützt nichts, das muss weg. So. Das ist gut. Lassen wir auch so. So, was haben wir jetzt hier? Da sind die bösen Nilpferde. Ja. Das ist das gleiche für unsere Felder hier unten, wieder so eine Gefahr, ne? Entdecken ist auch nicht immer positiv, ne? Das sind die Weiden. Hier haben wir jetzt die Anhöhe. Warte mal, das können wir erstmal hier... Das war hier, ja genau. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen. Bauern und Friedhof könnte man da bauen. Einen Tempel kann man da auch bauen, oder? Ne, da fehlen uns aber die Materialien dann. Nächste Runde hätten wir das Werkzeug, aber wir haben keinen Luxus. Und den Friedhof würde ich da nicht gerne bauen wollen. Oh, das ist hier wichtig. Eine Werkstatt, da kriegen wir den Luxus dazu. Werkzeuge haben wir genug für zwei Runden, okay. Ich glaube, wir haben hier definitiv die Werkstatt zu bauen. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren, weil das ist unser Ziel hier. Zwei Runden und dann haben wir die Werkstatt und dann kriegen wir hier auch wieder einen besseren Wert hin. Gut, das ist geklärt. Ja. Das ist klar, das ist klar, das haben wir gemacht. Hier ist klar. Ja, die sind noch am Löwenjagen, das müssen wir auch machen. Und danach sind da die Löwen vielleicht noch dran. Ja, und wir müssen hier die Nilpferde angreifen, anders geht das nicht, weil die machen uns nachher die Felder kaputt. Ach, Krokodile sind auch noch da. Oh Mann, ey. 30%. Und hier sind's 31%, also ist eigentlich schon fast egal. Was kann man denn am... Nützt nix, ne? Man könnte die Nilpferde natürlich auch zähmen, ne? Wachstum. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Nilpferde zähmen. Das wäre ja mal was anderes, ne? Und können uns das auch leisten, weil die Nahrung ist dann ne 1, 2. Wie sind denn die Beziehungen mit den Nilpferden?
15 aggressiv, 13 auch aggressiv. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Zack. Die Pferde müssen leider daran glauben. Ja, das haben wir. Das ist klar. Das ist ein anderes Volk. Ja, die Runde ist dann gleich dran. So, was fehlt uns hier? Ach so, immer noch der Luxus. Aber den werden wir ja jetzt gleich irgendwann mal besser haben, wenn die Werkstätten da sind, ne? Nichts passiert. Das ist ja schon mal schön, oder? So. Das läuft alles. Das ist nur eine Runde. Das hätte doch jetzt hier fertig sein müssen, oder? Ah, ne, wir sind bei dem Löwen am Jagen. Das gibt's nicht regelmäßig, ne? Ja, gut. Dann lass uns die Runde beenden. Die Werkstatt ist dann fertig. Und jetzt geht hier unser Prüfung Kutter Ablehnung und Feigenvolk ist eine der mächtigsten Stämme der Region. Sie geben uns die Schuld für alles über und nennen sich selbst Meister der alten Tradition. Sie verleiten andere Stämme dazu, sich zu verbünden und uns zu vertreiben. 50 Beziehungen zum Feigenvolk. Feigenvolk plus 15. Die Integration naher Stämme wird bis zum Ende... Okay, jetzt müssen wir nur das Feigenvolk finden, oder wie? Wir müssen etwas unternehmen, bevor sich alle gegen uns verbünden. Argwohn 10. Ja, überzeugen kannst du die wahrscheinlich nicht. Wo sind die erstmal? Ist das Feigenvolk? Das waren ja schon unsere Nachbarn dann, ne? Ja, genau. Die Werkstatt ist gebaut. Oh, die Nilpferde sind weg. Das ist schon mal cool. Das bedeutet, wir machen mal ganz schnell hier auch noch die Krokodile weg. Ja. Und die Prüfung, was machen wir? Da haben wir 16. Argwohn minus 1. Argwohn auch minus 1. Was bringt uns das? Ja, wir müssen es machen, ne? Geht ja gar nicht anders. Das kann man mehrfach machen, okay. Kommen dann noch einmal Getreide. Und hier gehen 8 Werkzeuge weg. Ja, mehr geht nicht. Dann ist es schon leider knapp drunter. Ja, und das Ganze dauert 5 Runden, oder wie war das? Ja, müssen wir so oder so durch, ne? Gut. 10 Runden sind das wahrscheinlich, ne? Da, das kriegen wir schon hin. Okay, das bedeutet, ah, hier ist der Luxus, das ist schon mal cool. Hier sind wir bei 9,6, das geht wenigstens noch. Und dann Haare aus dem Gesicht und dadurch, sagt man, ne? Ja, die sind noch am Löwenjagen. So, die Krokodile sind schon weg. Heimtücke, ihr seht, gestoppt. Und dann haben wir nur noch einen da, ne? Okay, das ist aber auch alles gut. Aber hier können wir schon verlängern. Ne, können wir nicht verlängern. Das ist... kann entdeckt werden? Entdeckt. Das heißt, wir müssen das machen. Kultur zu 2. Ja, was anderes. Oder sparen, ne? Ja, da wächst noch mehr der Luxus. Kupferschmelze, Kaserne und Häuser. Limit plus 1. Ich glaube, wir machen mal langsam voran, oder? Zack, den entdecken wir jetzt hier. Da gibt es erstmal mehr Kultur. Die Löwen sind noch da. Dafür sind wir jetzt hier die Dingens los. Das ist der Fluss und der bringt uns 1,2 Nahrung. Die sind alle gut zufrieden. Das kann man nur abreißen, ne? Das wollen wir aber nicht, das passt schon. Die sind am Löwenjagen, passt. Das heißt, wir müssen uns jetzt mit denen hier noch auseinandersetzen, oder? Das können wir nur hier mit. Zweimal können wir die damit bestechen. Ja, das kriegen wir hin, denke ich. Langsam aber sicher, oder? Obwohl, 2,4 dauert noch. Aber nächstes Mal können wir das linke nehmen, wahrscheinlich. Nahrung 2,7. Ja,
Dann die nächste Runde, ne? Oh, da waren noch Sachen, die hätte ich nur aufrufen können, naja. Kunst des Horus. Oh, das ist ja cool. Fünf hier. Wie, das ist jetzt einer weniger geworden? Aber der Rest ist jetzt hier nicht machbar, ne? Das ist aber doof, ne? Ah, es wird schon schwieriger. Wir merken das gerade. 1,2 Nahrung. Haben wir woanders mehr? Nein, ne? Das ist alles 1,1. 1,08. Ja, wenn wir die Löwen dann mal kriegen würden, ne? Aber die sind noch am Jagen. 8 Runden geht schon noch. 1. Ja, nützt nichts. Wir müssen weiter da durch. Oh, jetzt müssen wir kämpfen. Ort untersuchen. Das ist da, okay. Ja, ist nur die Frage, ob wir da überhaupt eine Chance haben, ne? 17,5. Feind finden. Da sind die. Ach so, und die sind runtergekommen, oder was? Oh, wir haben nur 17 und die haben 18. Das ist schlecht. Haben wir irgendeine Möglichkeit? Hier nicht. Helfen uns die Götter? Wahrscheinlich auch nicht. Kann nicht verehrt werden, weil wir zu wenig haben. Ja, das ist schwierig jetzt, ne? Was können wir tun, damit es besser wird? Können wir da was tun? Nee. Sind wir denn, wenn wir das nicht machen mit den Löwen, sind wir dann besser gestellt? Nee, Sand will ich jetzt nicht entfernen. Ja, habe ich keine Chance, ne? Das ist jetzt schade, aber es ist so. Ich kann jetzt auch nicht, glaube ich, einen dazu holen. Vielleicht werden wir ja wenigstens stärker. Wo kriegen wir jetzt militärische Macht her? Wahrscheinlich so nirgendwo, oder? Da sind auch Löwen. Da ist Nahrung, okay. Lass uns mal gerade das hier noch machen. Können wir sie wenigstens noch mal überzeugen. Ja, das hat uns aber wahrscheinlich auch nichts gebracht, ne? Ja, müssen wir durch. Kommen wir nicht anders ran, glaube ich, ne? Ja, betet mit Gott, dass wir gewinnen. Die Löwen wurden getötet. Gunst des Horus. Okay, ist das jetzt nicht mehr ein Kampf oder was? Das ist schon mal cool, dass die Löwen weg sind. Wir haben jetzt 17,9. 18 gegen unsere 17. Hm. Das ist noch da. Können wir hier was machen? Ja, wir können die bestechen. Machen wir 2. Vielleicht wird es dadurch ein bisschen besser, weiß ich nicht. Bei Niederlage minus 1, ja. So, hier ist alles grün. Erledigt. Ja, weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen. Oh, hier geht was. Warte mal, lass mal gerade gucken.
Da haben wir nur noch einen, ne? Deine Abwehr. Wer kann uns denn was geben? Wachstum plus 10%. Schutz vor gewöhnlich negativen Ereignissen. Na ja, haben wir noch eins. Wachstum. 20% und 10% würden wir da Kultur kriegen. Aber Kultur wollen wir nicht mehr. Ach so, das ist 20% Kultur und 10% hier Armee. Das wäre schon mal ein Punkt, den wir machen könnten. 10% und 10%. Effekt negative Ereignis minus 30 für 5 Runden. Stärke mit minus 10%. Ich glaube, wir nehmen das hier. Die verehren wir. Und können aber nicht mehr das machen, leider. So, was gibt's dann hier? 16 gegen 17, das ist doch mal eine zweite Runde, die sich lohnt, oder? So. Ich glaube, wir haben alles soweit gemacht und müssen jetzt hoffen. Glorreicher Sieg. Ne, wir kämpfen einfach und hoffen, dass es klappt. Ja, wir kriegen die Oberhand. 55. Oh, jetzt wird's gerade schlechter. Jetzt wird's wieder besser. Jetzt kriegen wir die Oberhand. Jetzt haben wir es geschafft. Zum Glück. Was soll mit den... Oh Gott. Bestraft die Gefangenen grausam für ihre Mittaten gegen Horus. Entwicklung der feigen Stämme zusätzlich minus 20. Ne, wir lassen die frei. Warum? Machen wir so. Dann haben wir mit den anderen bessere Karten, oder? Ja, das ist doch besser, oder? Ja, wir haben jetzt eine schwache Armee. Ja, das ist klar. Okay, das geht noch 4 Runden. Okay, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier haben wir noch eine Prüfung offen. Die können wir gerade noch einmal ablegen. Das kriegen wir dann auch noch in den Griff. Ja, unsere Vorfahren reisen ins Totenreich. Wieder minus 4. Wir müssen gucken, dass wir die Friedhöfe hinkriegen, ne? Hier oder da? Was macht er jetzt hier noch? Ja, wir machen jetzt einen Friedhof dahin, ganz einfach. Minus 4, okay. So, damit sind wir da weit erstmal überall durch, glaube ich. Ja, wir können langsam weitermachen. Die Löwen haben wir besiegt gehabt. Ja, 2 Runden ist der Friedhof da und hoffen, dass es dann besser wird. Das ist eine schwache Armee. Wie bleiben wir denn? 6,7 ist übergeblieben. Okay. Haben wir noch Abwehr gegen Wild? Einen. Und hier sieht es ganz schlecht aus, die göttliche Gunst. Da müssen wir ganz viel gegen tun noch. Aber der Friedhof macht das doch auch, oder? Weiß ich jetzt nicht, aber wir werden sehen. Oh, minus 1,2, ey. Der Ahnendienst, der macht uns kaputt. Das ist nicht gut. Es ist jetzt in dieser Runde nichts passiert. So, die können wir überzeugen, dann sind wir da schon mal los. Mhm. 30 sind haben wir Kultur 90 bekommen, kann das sein? Ja, tatsächlich, das ist richtig viel. So, dann können wir hier reingucken und dann wollen wir hoffen, dass wir irgendwas finden. Kaserne plus 2, Luxus plus 0,5, ja, hier Wachstum. Da müssen wir ordentlich was tun, das heißt, das müssen wir auch entdecken. Ja. Da geht's noch mit weiter, ne, aber da... Ja, das war jetzt teuer, ne? Was kostet das? 60. Wir haben 59,6, okay. Das kostet 80. Wir werden gleich sammeln, bis wir das haben. Das nützt anders nichts. Wir müssen da runter.
Gut, okay. Beziehung zu Neutralen verbessert. Okay, die sind jetzt neutral zu uns. Die haben Verteidigung 33. Das ist natürlich eine Nummer, ne? Entdeckt Gräber. Oh, das ist aber gut. Okay, den Ziel könnt ihr ja selber lesen. Und das haben wir dann geschafft. Und der Friedhof wird dann gebaut und dann bringt uns das noch einen Bonus, glaub, oder? Gut, okay. Da sind wir gerade mit 1,5 im Minus. Das liegt aber daran, dass wir hier bauen, glaub, ne? Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir noch eine Runde durch. Und dann ist der Friedhof gebaut. Und dann haben wir hier auch das Plus. Rauchstämme großen Säugetiere. Das Klima gibt wurde trockener, Savannen trockener aus und Pflanzen und Fleischfresser flohen in den Süden. Jedoch war der Nilflut sehr heftig in dieser Zeit, was die Leute von Landwirtschaft abhielt. Mit Jagen und Fischen beschafften sie weiterhin den Großteil ihrer Nahrung. Okay, aber ein bisschen Nahrung haben wir verloren, aber das ist jetzt für uns jetzt gerade nicht so gravierend gewesen. Aber wir haben überall Grün, das ist ganz wichtig, und wir haben einen Friedhof jetzt, der jetzt fertig ist. Gut. Das sieht doch alles erstmal prima aus. Jetzt können wir nochmal einen Blick rüberwerfen. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist auch okay. Da sind wir ganz weit vorne. Hier haben wir den Friedhof. Und hier wird das alles gemacht. Das ist auch gut, das lassen wir auch so. So, jetzt fehlt uns aber Personal, auf Deutsch gesagt. Und das werden wir dann in den nächsten Zügen machen müssen. Oder wir überlegen, wo wir was abziehen können. Also hier würde Nahrung wegfallen. Hier, ich glaube, das ist aber alles, was wir Brauchbares zurzeit haben. Nee, ich glaube, wir ziehen nichts ab und sammeln lieber. So ein bisschen steigt sich das, dauert aber ein bisschen, ein paar Runden. Und dann das dauert 4 Runden, den Sand zu entfernen. Und dann müssen wir darauf verzichten, ne? Aber wir müssen erst ein bisschen göttliche Gunst bekommen, damit wir das machen können, weil in 4 Runden wäre das ja aufgebraucht und das braucht 4 Runden. Gut, dann müssen wir das erst abwarten. Aber jetzt machen wir erst eine Pause. Wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde weiter. Das weiß ich aber nicht, ob das jetzt in dieser nächsten Runde schon ist oder ob ich wieder was vorstellen kann. Ist momentan zu überlegen, aber ich glaube, ich werde das erst machen. Aber wenn was Neues kommt, werden wir erst das Neue vorziehen und dann machen wir danach wieder weiter hier. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo macht und ein Like gebt und natürlich auch die Glocke anmacht. Und ja, wie gesagt, das Spiel ist voll cool. Kann ich immer noch empfehlen. Kauft's euch und ja, es ist immer wieder zwischendurch cool zu spielen. Dann sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.